Heute reden wir über Tycoon-Spiele, beziehungsweise alles, was in Richtung Tycoon geht. Ist schwer zu sagen, was jetzt wirklich Tycoon ist und was nicht. Aber wir nehmen einfach alles, was irgendwie mit Geld, Wirtschaft und Aufbau zu tun hat. Dinge platzieren. Business Baby, bisschen Monopoly zocken. Business. Monopoly ein Tycoon-Spiel? Ja. Wow. Das ist halt nur kein Videospiel. Doch auch. Ich verstehe nur nicht, warum das jemand haben will. Es fängt an mit dem Setting. Und da zeigen sich ganz klare Muster, was sehr beliebt ist und was nicht. Zum Beispiel schon immer beliebt sind die guten alten Rollercoaster-Spiele. Ich glaube, alle verbinden mit Tycoon Rollercoaster-Tycoon und Menschen ertränken. Oh ja. Business. Generell töten ist, ist gut fürs Business. Wurden aber mittlerweile definitiv abgehängt von Farming-Spielen. Farm-Spielen, Bauernhof-Spielen sind mega erfolgreich. Selbst irgendwelche No-Name-Titel sind fucking erfolgreich. Und natürlich das erfolgreichste Spiel aller Zeiten, Farming Simulator 2018 oder 19, keine Ahnung. Jedes Jahr. Ist schon erfolgreich. Ist wie FIFA. Oder Stardew Valley. Obwohl das, ist das ein Tycoon-Spiel? Wir reden auf jeden Fall jetzt gleich weiter drüber. Mach die Kamera aus. In Tycoon-Spielen geht es hauptsächlich um Zahlen. Meistens Geld. Und der Wachstum von Zahlen fühlt sich gut an. Aber dabei, wie du diese Zahlen präsentierst, kannst du einiges falsch machen. Weil der Impact, der muss richtig denken, so fuck yes. Und wer es mit am besten macht, ist Stardew Valley. Ist jetzt nicht unbedingt das typische Tycoon-Spiel, weil ich finde, für ein Tycoon-Spiel solltest du ein Element drin haben, was dazu führt, dass du Geld verlieren kannst. Das existiert in Stardew Valley nicht. Nur positiv, was das Spiel wieder auch so toll macht. Aber am Ende des Tages hast du immer eine Übersicht, wie viel Geld du verdient hast oder wie viel Geld du halt bekommst. Und du freust dich immer drauf, wenn du so eine richtig dicke Ernte hast, ne? Deine fetten Melonen in die Box reingeschmissen hast und denkst so. Jetzt erstmal schnell ins Bett. Ja. Weil dann kommt nachts irgendein Typ und leert die Kiste und steckt dir da Geld rein. Ja, der Bürgermeister. Der Bürgermeister, genau. Der Bürgermeister kommt nachts zu dir nach Hause und verkauft deine Melonen. Natürlich kann nicht jedes Spiel diese Zahlen so präsentieren. Wenn nicht alle dieses einen Tag und du legst dich ins Bett Ablaufding haben, sondern so Echtzeit und es geht heute mal weiter. Dafür gibt es aber Statistiken. Statistiken sind aber nicht nur wichtig, um dir zu zeigen, wie toll du Geld machst, sie geben dir auch einen Überblick. Und das ist wichtig zum Optimieren. Weil im Endeffekt geht es ja darum, Ausgaben und Gewinn so anzugucken und zu merken, wow, ich bin echt scheiße da drin, damit du dann was änderst. Wenn du aber keine vernünftigen Statistiken hast, weißt du ja nicht, was falsch läuft oder was gut läuft. Du kannst es ja nur abschätzen. Was viele Spieler oft falsch machen, ist, dass die Statistiken nur täglich zeigen, so von wegen, du hast nur den Überblick, was gestern passiert ist, aber du kriegst nur alle 5 Tage irgendwie Geld rein, aber gibst dann irgendwie da Geld aus und dann ist es so hin und her, dass du irgendwie den einen Tag 7.000 minus machst, den anderen machst du 15.000 plus und du hast aber keine, ne? Kein Durchschnitt? Gerade Statistik. Oder dass zum Beispiel in dieser Statistiken einmalige Ausgaben mit einberechnet werden. Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas kaufst für 3 Geld und du es einmalig bezahlt hast, dann ist es für die Statistik ja nicht wichtig. Das ist ja nicht permanent. Das ist ja nicht in deinem... Weißt du, was ich meine? Du kaufst ja nur einmal eine Waschmaschine. Und nicht wie Amazon will, also dreimal. In Videospielen schon, im realen Leben wahrscheinlich nicht. Aber genau. Oder anders formuliert, Gewinn macht keinen Spaß, wenn du nicht weißt, dass du gewinnst. Dieb. Dann ist natürlich die Frage, was für eine Mechanik hat das Spiel? Sieht natürlich je nach Spiel unterschiedlich aus. Wäre auch langweilig, wenn alle Tycoon-Spiele die gleiche Mechanik hätten. Aber du möchtest natürlich etwas haben, was dich irgendwie herausfordert. Nicht, dass du irgendwie einen Knopf drückst und dann machst du mehr Geld und dann machst du mit dem Geld irgendwie noch einen Knopf drücken tun und dann machst du noch mehr Geld. So wie bei Idle Games, da keine Mechanik, ist ja langweilig. Du möchtest ja irgendwie denken. Offensichtlich, manche Menschen möchten es nicht, aber ich möchte es. Und generell ist das Prinzip in Tycoon-Spielen, je länger du spielst, desto komplizierter wird's. Kurvenstyle, wie beim Skateboarden. Was ich aber bei vielen Indie-Spielen gemerkt habe, die ich in letzter Zeit getestet habe, dass die Leute vergessen haben, dass etwas immer komplizierter wird, wenn es größer wird, ohne dass die Basismechanik komplizierter wird. Nehmen wir jetzt mal sowas wie City Skylines. Du hast halt immer das gleiche Prinzip. Müll, Strom und öffentliche Dienste. Aber dadurch, dass deine Stadt immer größer wird und immer mehr Autos fahren und das alles irgendwie riesiger wird, wird es halt immer komplexer nach oben hin, ohne dass die Mechanik halt wirklich komplexer wird. Und bei vielen dieser Indie-Spiele hatte ich das Problem, dass sie am Anfang schon so komplex waren, dass ich irgendwie 2 Stunden daran saß, eine Produktionsstätte fertigzustellen und dann dachte, yay, jetzt kommen 17 weitere. Ich meine, es ist ja gut, wenn ein Spiel nach 20 Stunden immer noch Spaß macht. Aber du solltest nicht 20 Stunden brauchen, um die Basis deiner Map fertig zu haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das optimieren kannst. Du kannst zum Beispiel das Feintuning optional lassen. Klassiker wäre, die Arbeiter suchen sich am Anfang ihren Job automatisch, aber irgendwann gibst du ihnen Zonen oder gewisse Aufgaben, damit halt das besser aufgeteilt ist und die nicht wild hin und her laufen. Oder du machst es wie bei Two Point Hospitals und mit jedem Level schaltest du Stück für Stück mehr Sachen frei. Also du schaltest mehr Krankheiten frei und dann halt mehr Heilmethoden. Dadurch wird das Spiel halt immer komplexer, aber überwältigt dich nicht sofort und vor allem kannst du halt eine Map mal
fertig machen, ohne dass du irgendwie am Ende merkst, so fuck, ich habe ja irgendwie alles an der Basis verkackt. Obwohl das ja auch nett sein kann. Ich meine, City Skylines, wenn du das spielst, ist erstmal so, du baust und merkst, dass du völlig verkackt hast, also fängst du neu an und dann machst du es wieder besser und dann merkst du aber irgendwann, oh, jetzt verkacke ich aber bei einer anderen höheren Zahl von Einwohnern und fange dann wieder von vorne an. Das kann ja auch Spaß machen und ein gutes Zeichen sein für ein Tycoon-Spiel, dass du immer wieder von vorne anfängst, weil du immer wieder mehr dazu lernst und deshalb das immer weiter optimieren kannst. Aber im Endeffekt ist ein gutes Tycoon-Spiel wie der echte Kapitalismus. Es hört niemals auf, denn du willst immer mehr. Aber auch wenn es bisher so klang, Geld ist nicht unbedingt alles. Man muss auch schön bauen können. Die Ästhetik, die spielt auch eine Rolle. Also, habe ich gehört. Und da kann es auch mal vorkommen, dass aufgrund der Ästhetik die Funktionalität eingeschränkt wird. Obwohl im Optimalfall beides irgendwie miteinander verbunden werden müsste. Genau so wie im echten Leben. In manchen Spielen sind diese Deko-Elemente als Mechanik eingebaut. Das heißt, du kannst da irgendwo einen Baum hinplatzieren und dann denken sich die Leute, die in deinen Zoo kommen, wow, dieser Baum ist viel interessanter als dieser Löwe, der fast ausgestorben ist. Und dann kriegst du Bonuspunkte, weil es geil aussieht. Mega gut, oder? Vielleicht steigert es auch die Effektivität von irgendwelchen Sachen. Aber ich weiß sowas nicht, denn ich spiele fast keine Tycoon-Spiele. In vielen Spielen ist es aber so, dass die Ästhetik überhaupt keine Rolle spielt. Wichtig ist es aber trotzdem, dass man das einbaut, denn für viele Spieler ist es auch wichtig, einfach nur mal schön bauen zu können. Viele spielen Tycoon-Spiele auch als reine Sandbox-Spiele mit Hilfe von Cheats. Aber wir wissen ja alle, was wir von Cheats halten. Das sind ja keine Cheats dann. Multiplayer. Ja. Da bauen die dann halt einfach nur schön und die Funktionalität ist halt, wir persönlich finden sowas auf Dauer irgendwie langweilig, aber es macht Sinn, diese Möglichkeit in die Spiele einzubauen, weil dann kannst du halt einfach mehr von deinen Spielern befriedigen. Es gibt sogar Spiele, wo du einfach nur schön Sachen platzieren kannst und es gar keine Mechanik gibt. Hab ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Geh auf Steam. Keine Ahnung, ich hab's nicht gekauft, aber ich gehe Tycoon-Dinger bei Steam sehr, sehr doll durch. Okay. Alles, was irgendwie so in diese Richtung geht. Ja. Mit am komplexesten und besten haben es Frontier Development gelöst mit Zoo Tycoon und Rollercoaster Planet Coaster und Planet Zoo. Du musst dir nicht den Entwickler merken, wenn doch, du die Spiele nicht merken kannst. Der Entwickler hat's doch gemacht. Ja, aber die Leute kennen die Spiele nicht unbedingt, den Entwickler, du Horst. Aber der Entwickler hat's gemacht. Du kannst Wände einzeln platzieren, jede Lampe, jeden Grasbüschel, auch noch genau so, wie du es haben möchtest, an welcher Position auch immer. Du kannst sogar klippen. Du könntest zum Beispiel einfach einen Stuhl nehmen, den 180 Grad drehen und dann so halb in die Decke drücken und dann ist das Ding da, als wärst du gewollt. Und je nachdem, wie schlau du diese Funktion und dieses Clipping für dich nutzt, kannst du extrem hübsche Sachen gestalten. Und durch die moderne Technologie kannst du denn deine Objektbündelungen als ein großes Projektobjekt speichern und der Community zur Verfügung stellen. Ist das nicht toll? Sowas wie Steam Workshop und so. Ey, das gab's vor 2 Jahren noch nicht oder so, als ich groß war. Und genau das ist das Saftige dabei. Du kannst jahrelang damit verbringen, jeden Grashalm einzeln so zu platzieren, wie du es möchtest. Aber du kannst dir auch einfach ein perfektes, schönes Gebäude von einem anderen runterladen und es einfach in deiner Welt irgendwo hinklatschen. Aber dann kannst du dieses Objekt, was du hinplatziert hast, dann auch noch auseinandernehmen und einzeln bearbeiten, weil das ist ja einfach nur eine Bündelung aus anderen Objekten. Das ist anpassen. Du musst nicht die ganze Arbeit haben. Das einzig Negative an Planet Zoo oder Coaster ist, wenn du eine neue Welt aufmachst, dann ist sie flach und da ist nichts. Du hast nur in Kampagnen irgendwie, ne, so Berge und sonst irgendwas und Flüsse. Das Problem dabei ist, dass Kreativität vor allem durch Einschränkung kommt. Wenn du eine vorgegebene Landschaft hast, dann denkst du, oh yeah, hier ist dieser coole Fluss und wie baue ich das jetzt hier am schlauesten so hin und kann ich das dahin dingsen und wow. So wie in Minecraft, wo du auch diese Vorgaben quasi hast und du passt es so ein bisschen an und baust dich da so rein. Aber so eine leere Fläche ist so, yay, wo fange ich an? Der letzte Faktor, der bei Tycoon-Spielen natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Steuerung. Wenn du zum Beispiel in Planet Zoo wirklich alles per Hand genau platzieren möchtest, dann ist es von Vorteil, wenn du alle Tastenkürzel auswendig kennst, damit du nicht die ganze Zeit immer mit der Maus da hindrücken musst, sondern machst einfach fertig. Vor allem, wenn es um Rotieren und sowas geht. Ich schieb nach links, dann neue Maus klickt nach oben, dann rotiere ich das wieder, dann merke ich, oh, es muss doch noch mal wieder ein bisschen weiter nach hinten, das klaut Zeit. Aber nicht nur bei ästhetischen Sachen, gerade bei Spielen, die nach hinten hin sehr groß und komplex werden, ist es wichtig, dass du Interfaces und Steuerelemente hast, die dir das alles ein bisschen umgänglicher machen. Der Klassiker ist, oh, du hast ein neues Upgrade freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, jetzt musst du nur noch jeden deiner 500 Säureminen-Mitarbeiter einzeln anklicken und auf Upgrade drücken. Nice. That's fun. Also Bulk-Upgrades, Filter, verschiedene Ansichten, Auflistungen von Dingen, die du in dem Spiel hast, Tastenkürzel, der ganze Kram, super wichtig. Zum Schluss müssen wir so manchen Tycoon
Tonspielen ein bisschen Respekt zollen, weil das ist gar nicht so einfach. Also performance-technisch gesehen ist es wirklich hochkompliziert, wenn du komplett ranzoomen kannst und bei so einem Affen jedes Härchen siehst, dann aber auch rauszoomst und den ganzen Park auf einmal siehst und diese ganzen Leutchen sich bewegen. Das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Jeder einzelne Mensch muss ja irgendwie gesteuert werden. Ja, die haben Wege, wo sie hinlaufen und Abläufe und alles hat Abläufe und es muss alles gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das ist so krass und dann kannst du auch noch ranzoomen. Das ist so heftig. Und wir schließen dieses Thema heute hier. Wow, das war's. Was ist euer Lieblings-Tycoon-Spiel? Schreibt bitte welche rein, die ich noch nicht kenne. Danke. Weil wirklich, ich brauche mehr Tycoon-Spiele. Tschüss. Ich bin Steve und ich bin doof. Bist du?